Hallo, da sind wir wieder, immer noch am Planschen mit den netten Ladies. Ja, Olli hat gerade unser einziges Gefährt vernichtet. Mm-mm. Hast du gut gemacht. So, ja, lass noch ein bisschen Mission machen, oder? Ja, ich hol uns ein Auto. Gewonnen. Alter! Oh, ich hab die alte tot gemacht. Hörst du auf, das ist mein Auto. So nicht! Bringst du mir das Auto jetzt? Toll, hier bin ich jetzt wohin gekommen. Ich komm dich abholen, sagen wir es mal so. Da ist ein Schulbus. Wo? Den will ich haben. Obwohl doch. Oh, du bist doch. Ja, ich bin. Ist ja gut. Penner. Das ist mein Auto. Heul doch. Alter. Ich möchte auch mal mit dem fahren. Du hast genug Autos. Ja, sieh, was du angerichtet hast. Jetzt wollen uns alle ans Leder. Du bist ganz böse. Kamikaze! Yay, das sah cool aus. Ist aber nicht gesund für die Achsen, denke ich mal. So ein bisschen. Und das ist nicht gesund für die Reifen. Und das ist nicht gesund für den Lack. Oder die Stoßstange, die gerade abgeflogen ist. Das ganze Zeug, das hängt alles im Auto drin bei mir und kommt. Lol. Naja. Passiert. Egal. Ach was. Alarm für Cobra 11! Ui, du hast ja sogar Nitro. Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Au. 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 Peter. Ja? Entfahren. Ich glaube, wir müssen hier raus. Komm schon. Geht doch. Du bist voll den Umweg gefahren, Peter. Geht mal da weg. Ich regel das. Ah, jetzt wird's krass. Und zwar? Wirst du sehen, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Und zeig hier. Oleg. I didn't realize you were a patron of the arts, Viola. We never really had the chance to chat. What, with you being a science experiment? I wouldn't piss off the big guy. Look, I'm not here to fight. We need to work together. Right. Johnny's dead because of you. Johnny's dead? Because he thought he could do everything on his own. So what's in it for you? I get to watch Kilbane suffer. Can you play nice? Like I'm always gentleman. Ooh.
Was sind das für Leute? Stuck. Aha. Kenne ich nicht. Special Tactic Anti-Gang Unit. Die sind da, um uns zu vernichten. Mehr brauchst du nicht wissen. Okay. Die sind richtig übel drauf. Taken cover with one of the De Winter sisters. We're about to move in. Roger that. Contact me once you secure the area. Yes, Commander. Oha. Ja, die Leute sind heftig. Die haben aber coole Waffen. Wir haben. Ich zuerst. Let's hope the front's clear. Who were those guys? Soldiers of some sort. Though I don't recognize the unit. Holy fuck! Was zur Hölle? Ah. He thinks his luchadors are unstoppable. I doubt he'd ask him to sit this out. So is someone new. Wonderful. Ging richtig hart. Was war jetzt los? Ich glaube, jetzt kommt wieder so eine Cutscene, oder? Ja. Ah. Was hast du gemacht? Ich bin einfach dahin gelaufen, wo die herkamen. Ja, toll, ich wollte so eine Waffe haben, Penner. Bla, ui. Hol ich mir halt jetzt. Alter, benimmt euch. Das Flugzeug will ich haben. Schenkst du es mir? Ich will das Schiff haben. Voller Flugzeugen. Ja. Flugzeugen. Jets. Versuch wenigstens einen Helikopter dann mal zum Dach durchkommen zu lassen, damit wir die tollen Waffen bekommen. Den zum Beispiel. Gebt mir eure Waffen! Hab eine. Ich auch. Die hier. Es gibt davon auch noch eine Schrotflinte. Kann man die auch auf... Ja. Da ist ein Raketenwerfer von denen, oder? Ne, sah so aus. Ich hätte gern diese Schrotflinte, aber wo kriege ich die her? Haben die auch dabei gehabt? Fragezeichen. Nein, ich glaube nicht. Nope. Das braucht gar nicht nachladen, das Teil. Warum versteckt er sich? Na los, zeig dich. Zeig dich, habe ich gesagt. Bitte. Ich hab doch hier auch noch ein bisschen Technik. Technik? Technik. Ah. Ah, da kommt wieder ein Heli zu uns. Oh, Moment, mal sehen, ob ich den bekomme. Mann, da unten stehen Panzer rum. Nicht gut. Mach's kaputt. Does this look familiar at all? It's military grade. Way beyond the private sector. We're fucked, aren't we? A little. Es geht voll ab hier. Wo ist er? Achso, den macht aber Oleg, oder? Na, ich kann den ja mal kaputt machen. Get in line.
Ich helfe dir hoch. Gotcha, big guy. Hallo. Au! Das tut doch weh im Nacken. Lol, was macht Oleg da? Was zur Hölle? Oleg hat Spaß. Whee! Aufzug! We'll be safe if we make it to the flat. You sure you can get us there? Yeah, like 50% sure. Maybe 30. Stack ist voll heftig. Aber cool. Hallo. Was für Cop Car? Ich nehme mir so ein Teil, da kann man schön schießen mit. Na, du Penner, nein, das macht man nicht. Bam, 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 bam. Wo zur Hölle bleibt Viola? Alte, du musst schon mitkommen. Moment, ich gehe die mal holen. Alles klar, ich schieße hier ein bisschen rum. Falls hier überhaupt mal wieder was los ist. Okay, sie kommt. Mhm. Verdammt, du qualmst. Ich glaube, wir sollten uns langsam mal auf den Weg machen. Los geht's. Ja. Sieht alles ein bisschen so Red Faction aus. Oh. Das wird aber später noch besser. In der einen letzten Mission kommt dann sogar Musik von. Aber die hören wir ja leider nicht, glaube ich. Aber ich. Ja, du. LOL! Was? Genial, hat mir gefallen. Macht mal Platz. Hallo. Du piepst. Wie ich piepe. Now it's time for the Saints to teach them a lesson. Ich gieß mir mal was ein, ne? Mhm. Wir haben ja Zeit. Ja, wir sind ja nur am Piepen und da vorne vom Panzer und alles. Ja. Gut, der Panzer war jetzt nicht selbst. Ach, doch, 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 doch. Nee, nicht an Fahrzeugen. Doch, 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 doch. Hört ihr auf, da hinten noch zu schießen? Aua. Ich bin da. Ach ja, ach ja. My name is Cyrus Temple, commander of the Special Tactical Anti-Gang Unit. I'm here to answer your questions about the Stag Initiative. Halux, Jimmy, sir, one question, please. How long will Stag be occupying Steelport? There is no occupation. We have the full support of Mayor Reynolds. How will Stag impact our daily lives? When we win the war on urban terror, you and your families will be safe again. Sir, that's not what I asked. Let me tell you about Jessica Parrish, a girl from Stillwater who ran away from home. Die haben wir in Saints Row 2 getötet. Jessica thought her life was pretty sweet until a gangbanger kidnapped her, threw her in a trunk of a car, and laughed
Ich gehe also mal davon aus, dass das der Vater sein dürfte irgendwie. Jessica Paris was your daughter, how far would you want me to go? Yay! Der Typ ist cool. Greta Viola. Ja, so ist das, ne? Mhm. Diese langen Loading Screens hier. Ach, Bargeld. Stop clopping me. Guck mal, 1, 2, 3, 4. Tut mir leid. Ey. Ja, was tötest du mich auch, wenn ich Fähigkeiten mache? Da kommt man nun mal auf falsche Tasten. So, wir werden angegriffen. Du ach auch. So. Munition Special. Och man, ich will doch nur Fähigkeiten. Ja, lass uns du mit hier rein. Ja, kann ich ja schlecht. Du bist ein Penner. Ja, ist ja schön für dich. Ich lieg hier unten. Ich hab doch gesagt, kommst du mit hier. Kann ich doch nicht, wenn ich schon die ganze Zeit tot bin. Warst du bei mir nicht. Jetzt komm endlich her. Ja, ich spring ja schon runter. Aber die Lee hat Aua. Wow. Hallo. Na, schaff ich nicht. Ich bin gestorben. Mhm. Das sah schön aus. Ich geh wieder rein. Ja, ich geh wieder rein. Ist mir zu kühl hier draußen. wo bin ich? Ich möchte auch. Ich komme mal so mit dem Krankenwagen. Ich guck meine Fähigkeiten an. Beidhändig MP, so geil. Ich kann den Leuten ja auch mal unser tolles Hauptquartier zeigen. Die haben das noch gar nicht so schön gesehen. Ich meine, falls die das überhaupt juckt. Aber na gut. Gesundheit. Ich hab nicht genießt. Ich weiß, ich bin nur gerade auf Gesundheit. Ach so. Entschuldigung. Ah. Die Leute fahren hier so dämlich, wenn man als Krankenwagen die Sirene anhat, drehen die alle durch. Oh verdammt, ich hab Stack am Arsch. Noch immer dämlich. Kampf, Munition, Gewehr, brauche ich nicht. Munition Spezial. Rate mal, wer da ist. Peter. Nahkampfmuskeln. Yo, das hier ist also unser Hauptquartier. Da kann ich euch auch gleich ein Easter Egg zeigen. Wow. Aber vorher sieht euch die Schildkeule an. Ich bin ja noch nicht da, das ist erst im nächsten... Ups. Guckt mal. Ja, ich wollte... Blümelein. Blümelein? Mhm. Guck mal, beidhändig. Da guckst du. Alter, benimm dich. Ich hab mir eine Tür gesucht. Guckst du weithändig? Ja. Ja, zerschießt das schöne Haus. Ein Flügel! Ist ja cool. Ja, oh, nee. Was haben wir denn unten noch? Ich hab Spaß, du auch? Ja. Hey, cool, eine Speisekammer. Mal sehen, was die hier alles zu essen haben. Sind das Chips? Komm her, ich habe ganz viel Chips gefunden. Wir können Party machen. Guckst du da? Was ist hier noch? Kenne ich nicht. Was ist das? Was steht Burritos. Da?
Haus kenne ich nicht. Wo sind? Peter, hier sind Burritos. Egal, Easter Egg suchen. Hab keine Zeit, blödes Telefon. Was haben wir denn hier noch? Eine Badezimmer. Das nenne ich doch mal einen schönen Fernseher. Statten sich beim... So hier, ne? Beim, ne? Zähneputzen oder so. Da ein Spiegel? Nee, Fernseher. Ja, da kann man sich noch mal ein bisschen schön Lord Peter LPs Let's Plays angucken, ne? Ich wollte doch nur die Tür aufmachen. Hab's doch für dich aufgemacht. Ach, hier ist gar nichts. Na dann. Guck mal da hinten. Sollen wir da hin? Jetzt nicht, Easter Egg. Aber gleich fliegen wir dahin, okay? Na gut. Guck mal, Easter Egg, nicht auf den Bildschirm schießen. Johnny Cat. Johnny Cat. Okay, ich flieg jetzt hin. Ich flieg jetzt auch hin. Mit Hubschrauber. Na gut, nicht mit Hubschrauber, sondern mit, oder? Nee, ich nehme wieder den schönen. Au. So. Ich komme da nur einen Jet und dann bin ich weg. Die stehen da aber nicht rum. Nicht? Nö. Was ist denn hier so? Das waren ein paar Feinde. Ab und an. Und eine Verbotszone ist das auch. Have a nice day, mate. Kann man die auch irgendwie klauen, die Jets? No. Au. Lol, Wasserpolizei. What the fuck? Na, Olli, was geht? Na? Ich suche mir jetzt eine schöne Stelle, wo das Boot hübsch aussieht und dann beende ich den Part. Wuhu. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit hat sich der nächste Part zu unserer Saints Row the Third Let's Play Together Reihe erledigt. Wir sehen uns beim nächsten Part. Macht es gut und habt einen schönen Abend. Tschüss.